So, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 6. September. Gestern haben wir nicht getradet, gestern nicht live getradet aufgrund des Feiertages. Heute starten wir wieder in diese Woche ein mit dem Live-Konto und somit auch hier mit unserem Boxen. Und wir sehen, wir sind bei 12.744 Zähler. Die Big Number bei 12,7 ist mit höchster Vorsicht zu genießen, weil wir Big Number und Daily Pivot haben. Könnte auch bedeuten, dass man diese Big Number rauslässt. Ich werde sie trotzdem mit geringem Risiko handeln. Die nächste Möglichkeit wäre hier oben. Wir blicken mal auf den Feiertag von gestern. Was war gestern hier los? Und wir sehen, die gesamte Trading Range gestern lag bei 204 Punkte. Das ist also echt noch sportlich. Und wir sehen die 12,8 und 12,7 und 12,6. Diese Bewegung hier, da hat es sich letztendlich abgespielt. Von den Blue Boxen sehen wir auf dem Minutenchart. Geh mal auf den Minutenchart. 19er Box, eine 18,5er Box. Das waren die wir traden hätten können. Jetzt haben wir, wie gesagt, Big Number. Wir schauen einmal auf unseren Bereich, auf die Vola Boxen 12.834, der Forecast 12.834, 100 Punkte von hier entfernt. Das heißt, wir sind hier drüber, kommt letztendlich die Vola Box rein. Und dann gehen wir jetzt auch in unsere Tagesanalyse rein. Einmal kurz fangen wir an mit Bitcoin auf Tagesbasis. Vorlage nehmen wir dort aus unserem Indikationsfenster Zickzack-Linien. Das ist die Oberfläche, ganz entspannt. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt in der Rubrik ist Ethereum. 1661. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. Und 5 Minuten auch Long. Also hier geht es Richtung Long weiter. Dow Jones. Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 plus minus 0. S&P 500, um es rund zu machen, Daily Short. Der Kurs ist also unter dem gleitenden Durchschnitt. 4 Stunden Short, Stunde Short und jetzt 30 Long, 15 Long und 5 auch. Kommen wir zur Nasdaq. Daily Short, 4 Stunden Short. Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch. Öl 88,94. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long. Gold 1716. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Nächster Markt ist DAX und hier haben wir Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also kurzen Zeitebene, eine leichte Erholung. Gucken wir mal. Und wir sehen auch hier 12.767. Das heißt, wir wechseln die Big Number, gehen eine Etage höher. Gucken wir uns heute mal Volkswagen an, denn die Meldung kam ja gestern Abend. Der Termin, offizielle Termin. Porsche geht an die Börse, ja, mit einer kräftigen Bewertung. Mal gucken, ob es heute die Automobilwerte nach oben zieht. Aber dazu bestimmt sicherlich mehr mit das denn heute um 10:05 Uhr beim Market Roundup. MTX nicht vergessen. Hier sind wir nämlich kurz vor der Vorbereitung, meine Damen und Herren. 2:06 Minuten. 10, vorbörslich 8:32 Uhr. Das Retracement jetzt zu groß. Was bedeutet das? Die Kerze kommt zurück. Das sehen wir am Body Factor auch hier.
Also nicht ideal. 2 Minuten. Gucken wir mal. Bereiten uns da aber vor. Vielleicht kommt jetzt auch hier die Kerze, der Pfeil auch gleich zurück. Diese Kerze wird auf jeden Fall nicht unsere Einstiegskerze sein. Retracement zu groß. Aber man kann ja noch mal nach oben laufen. 1,32. Jetzt ist wäre alles grün, trotz der roten Sonne. Die rote Sonne, die das letzte Hoch hier abbildet, wandert. Also, weil es ist ja das letzte Hoch. Insofern, wenn weiter, dann läuft die Sonne weiter nach oben. Nur auf die rote Sonne jetzt zu achten. Bei der Signalkerze würde ich nicht machen. Wenn aber die Sonne irgendwann sich oben platziert und dann rote Kerzen reinkommt, dann ist die Orientierung jetzt erstmal direkt auf den Short-Bereich gegeben. So. Das heißt, der erste Box-Trade wird voraussichtlich heute ein MTX-Trade sein. Fünf Sekunden vorher platzieren wir die Order. Jetzt kommt es wieder zurück, Body Factor 54. Und wir sehen, zu früh gefreut. Das wird nichts. Schließen. Also kein Einstieg. Grau, Body Factor. Und wir haben jetzt keinen Signalfall. Die nächste Kerze können wir nicht nehmen. Kurz davor, es ist 9:01 Uhr, in die Big Number einzutauchen. Vola Box liegt hier oben und dann gehen wir auch größeres Risiko ein. So, Big Number ist der erste Trade. 12,792 Short, 12,807 gehen wir Long. Ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt. Dann gehen wir in Richtung 50. Jetzt erst einmal treten wir die erste Big Number. Das ist der Eröffnungstrade hier. Und wir sind long. Erster Trade long.
Erste Trade long. Und wir sind raus aus dem Eröffnungstrade. Das war also der erste Trade und befinden uns gleich im nächsten Ansatz mit der Volabox. Ich verabschiede mich jetzt aber bei den YouTubern und wir hören uns morgen wieder und wir traden jetzt hier weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig. Aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.